Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und wie du es schaffst, mit deinen Gedanken abzunehmen und fit zu werden für den Sommer, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit! Servus ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Patrick, komme gerade vom Sport, deshalb noch die Kapuze auf und in diesem Video soll es darum gehen, wie du es schaffst, durch deine Gedanken faktisch abzunehmen. Und ich hatte letztens auf einem anderen Kanal schon ein Video drüber gemacht, hatte sehr viele persönliche Nachrichten dafür bekommen und der eine oder andere wird vielleicht auch das aktuelle Projekt mitbekommen haben, denke nach und werde fit. Warum nachdenken und fit werden? Wie soll das gehen und wie hat man sich das vorzustellen? Ich habe jahrelang recherchiert, weil ich selbst extremst übergewichtig war. Ich werde hier nochmal ein Foto einblenden und wusste nicht, wie soll ich ansetzen. Und egal, wo ich gelesen habe, vielleicht werden es auch einige von euch schon mal gehört haben, überall hörte ich Sachen wie Abnehmen beginnt im Kopf oder du brauchst die richtige Einstellung und so weiter. Ich habe das aber nie wirklich verstanden. Und dann habe ich irgendwann angefangen abzunehmen. Ich war in mittlerweile 5, 6 verschiedenen Fitnessstudios angemeldet, habe in noch mehreren trainiert. Und ich habe durch die verschiedenen Studios hinweg immer wieder dieselben Beobachtungen gemacht. Mir ist immer wieder eine Sache aufgefallen. Im Internet und in sämtlichen Fitnessstudios findet man die besten Trainingspläne, man findet die besten Ernährungspläne. Man findet ein unglaublich überlaufenden Markt. Es gibt 1000 verschiedene Diätenmodelle und es gibt 1000 Trainingspläne, 1000 Ernährungspläne, aber im Januar waren die Fitnessstudios, egal wo ich angemeldet war, immer komplett überfüllt und viel zu voll und im Februar oder März waren sie bereits wieder leer. Wenn man das jetzt mit einem wachen Geist beobachtet, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Kausalität nicht das mangelnde Wissen sein kann. Es kann nicht an den faktisch falschen Trainingsplänen oder falschen Ernährungsplänen liegen, denn egal welchen Trainings- oder Ernährungsplan man hat, man müsste zumindest in der Lage sein, ihn mal einige Monate durchzuziehen. Das heißt, wenn im Januar aufgrund der Neujahrsmotivation oder den guten Vorsätzen die Fitnessstudios alle überrannt sind, im Februar oder März aber bereits wieder leer, dann scheitert es offenbar nicht am Know-how, sondern es scheitert an der richtigen Einstellung. Tatsächlich so, wie es bereits überall stand. Ich bin als Person Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, habe eine Ausbildung zum NLP-Master gemacht, etliche Seminare besucht in diesem Bereich, habe, ich würde sagen, fundiertes psychologisches Grundwissen und mir ist eine Sache immer wieder aufgefallen und zwar, dass es zwar überall steht, dass es Kopfsache ist, dass man die richtige Einstellung haben muss, aber keiner es einem wirklich erklärt. Es gibt irgendwie Motivationsvideos im Internet, die sind auch cool, die kann man sich auch gut angucken und da sind auch positive Affirmationen drin, klar, aber willst du wirklich die ganze Zeit abhängig sein von irgendwelchen Motivationsvideos, damit du intrinsische Motivation entwickelst? Das ist doch auch scheiße, das kann doch auch nicht der Way to go sein. In welche Richtung müssen wir also denken und gehen? Und genau für diesen Punkt habe ich die Denke nach und werde Fit-Gruppe ins Leben gerufen. Denn letztlich ist es doch so, Leute. Ich habe das nie verstanden. Ich höre immer Aussagen wie, ich kann das nicht, ich muss einfach was Süßes essen und so weiter. Und ich höre die Aussagen und ich kann mich damit identifizieren, weil es bei mir selbst so war. Ich kam abends nach Hause und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe irgendwas Süßes gegessen. Aber so funktioniert es ja scheinbar nicht. Es kann ja nicht so funktionieren, denn wenn du sagst, ich muss immer was Süßes essen, du aber gleichzeitig abnehmen willst, dann hast du einen klassischen Zielkonflikt. Du hast zwei verschiedene Ziele, für die zwei verschiedene Wege notwendig sind. Für die Diät solltest du vielleicht weniger Süßigkeiten essen und für die kurzfristige Freude, um dir mal irgendwie was zu gönnen oder so, kannst du vielleicht Süßigkeiten essen, aber beides lässt sich sehr schlecht langfristig miteinander kombinieren. Das heißt, wenn du aber jetzt sagst, ich brauche die Süßigkeiten, ich muss die essen und ich kann das auch nicht sein lassen. Ja, wer entscheidet das denn dann? Ist das eine höhere Macht in dir? Ist das ein Dämon in dir? Wenn du die Entscheidung getroffen hast, wirklich abnehmen zu wollen, wer führt deine Hand denn in das Süßigkeitenregal, öffnet die Verpackung und steckt es sich in den Mund? Wenn nicht du,
Das war eine der Fragen, die in meinem Leben sehr viel verändert hat. Denn wir sind ja nicht fremdgesteuert. Es ist ja nicht eine Instanz in uns, die uns lenkt, unser Ego gegebenenfalls, klar. Aber natürlich, wenn wir die Entscheidung treffen, abnehmen zu wollen, wenn wir einmal diese Entscheidung getroffen haben, dann ist das Einzige, was wir tun müssen, uns nach dieser Entscheidung zu orientieren und unser Handeln danach auszurichten. Und das ist das, woran es final sehr oft scheitert. Warum? Weil wir oft bequem sind. Wir sind in unserer Comfortzone. Wir hängen fest in alten Glaubensmustern aufgrund der sozialen Konditionierung und vieles mehr. Und auf all das möchte ich mit dir eingehen. Ich habe Denke nach und werde fit ins Leben gerufen, weil ich genau da ansetzen möchte. Es wird nicht gehen um Training in erster Linie. Es wird nicht gehen um Ernährung in erster Linie. Es wird in erster Linie gehen um die richtige Einstellung. Und wenn du die richtige Einstellung hast, dann ist das Rest, ist der Rest Beiwerk. Denn Trainings- und Ernährungspläne gibt es in jedem Fitnessstudio. Aber du hast die richtige Einstellung, um dran zu bleiben, um das durchzuziehen und letztlich dafür das Fundament, um deine körperlichen Ziele überhaupt erreichen zu können. Wenn das also jetzt interessant für dich ist, dann komm in meine Gruppe. Du findest den Link unten in der Infobox. Lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Dir wünsche ich einen wundervollen Tag. Mach es gut. Bis dahin. Adios.